Und dann, was gibt's Neues an der Helikopterfront? Gut, ich habe gestern etliche Werte noch durchgetestet. Die Jungs hatten mal wieder nicht recht, wo die Reset-Werte hinten fürs Tail angezeigt werden, die stimmen nicht. 85 und 125, ich habe jetzt gestern noch versucht, das Tail-Flattern rauszubekommen. Da habe ich jetzt einen Wert rausbekommen, verrate ich jetzt noch nicht. Ich bin noch am Testen und das macht keinen Sinn, hier ewig viele, vielleicht sollte ich bald ein Spendenkonto einrichten, ne? So. Ich verrate euch die richtigen Werte, damit es gut fliegt, damit ihr dann selber mal anfangen könnt zu bauen. Um das Hobby etwas zu fördern. Also ich bin, wie gesagt, nicht angestellt bei den Firmen hier, die ich alle vertrete. Aber wahrscheinlich lieber nicht, ne? Sonst kriege ich wieder Stress mit dem Jobcenter Pfaffenhofen. Wegen Einkünften. Na, lass mal das lieber. In Deutschland, die streiten sich ja schon wieder mit dem 9-Euro-Ticket. Okay, machen wir weiter. Also ich habe gestern noch die PID-Werte überprüft, um das Flattern hinten noch rauszubekommen, oben auf dem Höhenleitwerk. Ich habe jetzt einen Wert gefunden. Die längeren Blätter sind, wie gesagt, ich habe es nochmal versucht zu fliegen mit 105. Es hält aber nicht. Man hat schon die ersten Strömungsabrisse bei den kürzeren Blättern. Es hält also nicht. Deswegen habe ich jetzt die längeren Blätter wieder drauf, 115. Das hält beim Collective zugeben. Ich wollte jetzt bloß noch dieses Zittern da rausbekommen hinten. Das lag am etwas zu hohen P-Wert. Da habe ich jetzt den Wert gefunden, wo ich denke, ich komme damit zurecht. Die Werte habe ich auch noch überprüft. Habe das auch vor meiner Künstleratelier-Garage ein paar Mal geflogen, um den bestmöglichsten Stability-Faktor rauszukriegen. In 2 Meter Entfernung von der Hausmauer, da kommen auch gute Luftturbulenzen. Dann erkennt man auch ziemlich gut, ob der Vogel sich gut hält. Trotz Luftturbulenzen wieder zurückkommen, wenn es der Wind an die Wand bläst. In 2-3 Meter Entfernung. Kann man ganz gut auschecken. Safe Gain habe ich jetzt auch noch mal überprüft. Ich hatte sogar gestern einen sanften Motorstart. Das war aber vorher eine ESC-Warnmeldung. Obwohl der Akku noch zu 80% geladen war, kam eine ESC-Warnmeldung. Voltage too low for flying. Dachte mir, was soll der Blödsinn? Okay, ist doch noch 80% Akkuleistung drin, aber dann fing der Motor ganz langsam an zu laufen. Oh, ist schön zum Angucken, aber es geht leider nur einmal und dann die nächsten hunderte von Mal halt nicht mehr. Jetzt habe ich mir noch Gedanken gemacht, wie man am besten die Attitude-Trim-Werte ermitteln kann. Und zwar kann man es eigentlich am besten so machen, indem man den Helikopter so auf die Workbench bockt, dass es wirklich exakt, absolut auf Null steht. Also wie gesagt, wieder, ich habe da mir ein Blatt markiert, unten mit der Schraube, damit ich immer das gleiche Blatt hernehme, so drauflegen, 0 Grad. Dann in Roll, 0 Grad, sowieso in Pitch, 0 Grad, das ist ja Roll hier und das ist Pitch. Wenn ich so drauflege, die Pitch-Leere, dann muss man es halt ein bisschen hinbocken, weil der ist jetzt auch nicht super gerade hier, die Workbench. Was man dann macht, Helikopter, Pitch-Leere draufklemmen. Also so, ich muss das nur kurz weglegen. So, Pitch-Leere draufklemmen,
Helikopter einschalten und dann steht hier bei mir in der Pitch-Richtung, damit der Helikopter vor und wieder zurück, Pitch, ne, steht hier 0,8 und wenn ich das Blatt dann drehe, habe ich hier 1,6 stehen. Das heißt, ich habe jetzt Attitude Trim Roll 316 beim Envelope von 30 und einen Pitch von 8. Also mit diesen Werten, die ich jetzt hier ermittelt habe, müsste ich eigentlich, wenn ich den Helikopter kalibriert habe, müsste ich einen super duper stabilen Helikopter haben. Der kann man kerzengerade in der Luft stehend um die eigene Rotorachse drehen lassen, steht wie eine 1, müsste ganz geradeaus fliegen, ohne irgendwelche, müsste funktionieren. Ich habe das gestern mal durchgetestet mit anderen Werten, hat aber nicht funktioniert. Also das sind die Werte, die ich hier abgelesen habe und so müsste das eigentlich tipptopp funktionieren. Ne? Also wenn man das dann so kalibriert, den Helikopter, und dann müsste das beim ersten Einfliegen, müsste das super duper funktionieren. Ich habe aber festgestellt, das ist immer so ein... Und dann macht man das x Male in der Luft, ne? Dieses bis fast bis 360 Grad einmal drehen lassen. Und irgendwann merkt der Flight Controller dann, irgendwas pendelt sich dann ein in Software und dann steht es stabil. Aber das heißt nicht, ist kein Garant, dass sie dann einfach nur einen Akku wechseln und wieder eine Flugfreude am Fliegen haben. Also das macht natürlich keinen Spaß. Ne? Eine ganze Akkuladung durchfliegen, ne? Das ein paar Mal in der Luft machen, bis man dann irgendwann merkt, ah, jetzt Helikopter, jetzt stehst du schön stabil in Rotorachse, jetzt funktioniert das, weil dann ist der Akku schon leer und dann kann man wieder landen. Also das ist jetzt nicht so der super duper Fun-Faktor, aber ich wollte jetzt nochmal erklären, wie man das ermitteln könnte, damit man dann nicht irgendwie rumtüfteln muss, bis man dann da irgendwie hinkommt. Also das wären ja die Werte, wenn man eine Pitch-Curve hat und alles so eingestellt hat, dann müssten das eigentlich die Werte sein. 0,8. Und hier 1,6 in Roll, ein Pitch 0,8, also müsste ich ja 316 eintragen für Attitude Trim Roll 316 und Attitude Trim Pitch 8. Da müsste der super duper, der Porsche Design der Lüfte, müsste ja dann super duper stabil fliegen, aber das funktioniert halt nicht. Ne? Also irgendwas, ich glaube, da müssen die Entwickler nochmal nacharbeiten. Also solange das nicht funktioniert, ein Helikopter in der Rotorachse ganz stabil um die eigene Achse drehen lassen mit der Nase, ist es kein Erfolg. Ne? Also es sind noch zwei große To-Dos bei der Firma Spectrum Horizon Hobby und ihrem Flight Controller. Stabile Rotorachse, Helikopter drehen können um die eigene Rotorachse mit der Nase und dem Tail, dass das super stabil kerzengerade in der Luft steht, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, der Verisoft Motorstart, der bei jedem Start immer sanft anläuft, dann sind wir fertig. Ansonsten müssen wir noch jahrzehntelang warten und ich glaube bis dahin liege ich dann wahrscheinlich genau schon so unter der Erde wie mein Vater. Bin mal gespannt, wie lange sie brauchen, aber es ist noch kein Porsche Design der Lüfte. Also ein Porsche Design der Lüfte muss schon nicht nur geil aussehen, es muss auch geil fliegen und dann ist es ein Erfolg. Jetzt müssen die noch nacharbeiten, die Softwareentwickler mit ihren Stability-Algorithmen, damit das endlich mal funktioniert. Ne?